Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Wir haben so viel getastet die letzten Tage, wir blicken schon gar nicht mehr durch. Am ersten Tag, das war der schlimmste Tag, da haben wir bestimmt 5, 6 verschiedene Bier-Tastings gemacht, wo auch eine 3-Liter-Flasche dabei war, wo wir dann das Wahlzimmer Bier-Tasting noch gemacht haben, dann nachts noch, dann noch eine Flasche Pfeffi, als einfach so zum Trinken abends gemütlich. Ja. Chili-Tastings dazwischen, eine neue Maß kreiert, also aber das nicht, weil wir Alkoholiker sind und das brauchen, sondern einfach, weil wir uns so selten sehen und so viele Ideen haben, die wir umsetzen wollen und die kurze Zeit, die wir haben, immer nutzen müssen, alles rauszubuttern. Dementsprechend schlecht geht es einem meistens die Tage danach, die Tage dazwischen. Aber weil wir jeden Tag momentan sowas machen müssen, geht es uns permanent gut und schlecht gleichzeitig. Ja gut, das meiste haben wir ja am ersten Tag schon fast ja alles durchgehabt. Da haben wir jetzt die ersten und seitdem hat man nur noch Gulasch im Kopf. Genau. Aber irgendwann erholt man sich vielleicht davon und das ist sehr schön. Wir haben auch ein 4-Pack getestet und zwar dieses Iron Maiden Bier, das habe ich schon mal gezeigt, das saßen wir in dieser komischen Hütte. Aber als wir in dieser Hütte waren, da waren wir schon so angedichtet, sage ich mal, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir eigentlich gemacht haben. Und weil da ja 4 Dosen drin sind und 2 Dosen sind ja schon leer, weil wir haben ja schon das getestet. 2 Dosen sind leer, 2 Dosen sind noch da. Die wollten wir noch mit zum Geburtstag nehmen und da anbieten, weil wir gar nicht mehr wissen, wie das schmeckt. Wollen wir aber jetzt es nochmal testen, haben aber der Shenaya eine Dose versprochen. Das heißt, wir können eine Dose uns jetzt teilen, um das nochmal zu testen und eine aufheben für die Shenaya. Das ist die gekühlte, die habe ich gerade noch im Gefrierschrank gehabt. Die kann weg und ansonsten kann man euch nochmal den Karton zeigen. Hier Iron Maiden X Crew Republic, habt ihr das schon mal gesehen? Das habe ich glaube ich im Rewe entdeckt. Trooper Progressive Lager, jetzt weißt du, wieso ich Stormtrooper gesagt habe, weil wir vorhin Stormtrooper Chili Soßen getestet haben und hier steht ja auch Trooper drauf, ist ja gesagt, die Trooper Biere, das ist hier immer noch, wie heißt der, ist es der Eddie oder ist es der Ed oder du bist doch der erotische Maden-Fan, nicht ich, du musst das doch wissen, ich glaub, Hannes. Ich glaube, Eddie ist der Name von... Du glaubst, von, ja. Eddie, der hat auf jeden Fall eine Glatze, ne? Und der hat eine Handgranate, der sieht auf jeden Fall stark aus. Und ob das schmeckt, finden wir jetzt raus, wenn wir Iron Maiden X Crew Republic testen. Mit 25 Cent Pfand. Einmal öffnen. Windig ist es auch. Aber das ist, glaube ich, zu dem letzten. Ich glaube sogar, das war das letzte Album, was sie, glaube ich, hatten. Was? Trooper. Trooper. Ja, aber glaube ich, es gibt ein Album, was so heißt. Mensch, ja, Hannes, das ist ja. Trooper du war, bist ja richtig drin in der Materie. Das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Guck mal, wie schön das aussieht. Das hat auf jeden Fall eine schöne, helle Farbe. Genau. So, jetzt müssen wir nur abwechselnd immer gucken, weil das sind ja 0,5. Aber bei uns passen ja nur 0,3 rein. Ja. Es müsste also aufgehen irgendwie mit Rest, aber ja, abwechselnd. Das geht schon. Schenken, noch mehr schenken. Das wird schon. Schon wieder schenken. Dann ist das zweite Mal Iron Maiden Bier. Nachdem man sich ans erste Mal nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, da habe ich auch das einfach so reingestellt. Das war nämlich voll lustig, wenn du das hier oben so draufstehen hast. Ja, Design finde ich auf jeden Fall gut, ist auffällig, hat uns interessiert. Deswegen habe ich es ja mitgenommen erstmal. Gerade wegen dem Design, Hannes, dann würde ich sagen. Richtig. Dann. Bei meinem geht schon wieder die Party ab. Bei jo. Dir diesmal auch. Jo. Gestern gab es ja Gespräche, die waren so tiefgründig. Es ist ein bisschen trüb, würde ich sagen. Aber es ist hell, es ist hell, es ist trüb. Es könnte klarer sein, es ist nicht klar, es ist trüb. Ich würde sagen, dann, wir probieren es einfach mal jo, und gucken mal, ob uns das eigentlich überzeugt hat. Jungs, wir sind noch nicht fertig. Lasst uns erst noch das Bier trinken. Mmh. Haben wir das schon getrunken, die Tage, ja? Ich kann mich gar nicht an den Geschmack erinnern. Ich auch nicht. Das schmeckt doch jetzt schon wieder wie so eine Art IPA, oder nicht?
Ja. IPA hat doch auch immer so dieses Spülmittel, extrem bittere Herbe, wo sich alles zusammenzieht, wo du dir denkst, das ist chemisch einfach nur, es ist ungesund, es ist brutal. Das hat jetzt leider auch schon wieder so einen IPA-Geschmack. Ja, ja. Obwohl da nichts von IPA drauf stand. Also geschmacklich finde ich es leider richtig schlimm. Ja. Wer gern IPA trinkt, der wird es wahrscheinlich mega feiern. Hannes feiert die Band, ich feiere das Design, aber den Geschmack feiert gerade niemand. Nee. Aber was soll's, wir müssen es jetzt austrinken, du hast es ja eh schon fast leer. Jo. Dann haben wir noch was super Spezielles vorbereitet für ein anderes Video. Ich gucke noch mal wieder nach der Dame. Leider keinen gefunden, Hannes. Nee. Keine. Doch, kennt ihr das? Trooper Bier? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, lernt es kennen. Eine Dose ist noch übrig. Die nehmen wir der Shania mit. Und das hat sie sich verdient. Und deswegen darf die dann schön lecker mal probieren. Und das werde ich dann auch in den Geburtstagsvlog reinschneiden, wie es ihr geschmeckt hat. Sonst war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer Hannes. Und guckt mal kurz in unseren Beutel rein. Hier haben wir nämlich jetzt noch was vorbereitet. Aber das seht ihr ein anderes Mal, wozu wir diese Brillen, diese Mützen gebraucht haben. Und wieso es hier eigentlich plötzlich Alge to go gibt. Neben dem normalen Alge und dem anderen Alge. Das sind nämlich aber, das habt ihr vielleicht schon beim Kesto gesehen. Und inspiriert vom Kesto machen wir das jetzt auch. Grüße an Kesto. Hey, Pupsi hatte das schon mitgebracht, bevor sein dreckiges Video kam. Und sein dreckiges Video habe ich noch gar nicht gesehen. Grüße an Kesto immer noch an der Stelle. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es sieht so schön aus, wenn du da im Hintergrund sitzt. Ich würde am liebsten den ganzen Tag die Kamera so halten.